September 2016, das Straßenbahnfest in Naumburg. Eine schöne Tradition. Ich habe für euch eine Runde mit dem Icarus 260 und natürlich die Feiern sowie eine Runde auf der Wilden Zicke mit der 51. Wir beobachten den Triebwagen 37 beim Einrücken ins Depot. Viel Sehens und Lesenswertes gab es von den Nahverkehrsfreunden aus Naumburg und Jena im Depot für alle Besucher und natürlich ein Programm mit Musik sowie natürlich den Triebwagen 17, der damals noch nicht ganz fertig war. Zu Gast aus Gera der Omnibus 260 von den Omnibusfreunden. Damit machen wir eine Runde nach Bad Kösen zum Bahnhof. Unser Reiseführer ist Stefan Nedler vom Haltestelle, dem Straßenbahnmagazin. Der Bus ist ursprünglich gebaut worden für die Verkehrsbetriebe in Jena. Dort war er viele Jahre eingesetzt. Zuletzt als Werkstattbus. Dieser Bus wurde reintransportiert. Seit 2003 befindet sich dieser Bus in Privatbesitz. Wird seitdem Schritt für Schritt aufgearbeitet und unter anderem mit dem Omnibus für Jena aufgelegt. Der Bus ist heute auch in Jena zu haben. Ein Muss für mich immer in Naumburg ist das Cineplex. Eine Vorbeifahrt daran zeigt die aktuellen Fahrzeuge, in denen man unterwegs ist, immer sehr schön in den Fenstern. Danke an den Busfahrer, dass er extra deswegen die Route geändert hat. Landschaftlich reizvoll gelegen liegen beide Städte Naumburg und Bad Kösen im Saaletal, was wir hier auf unserer Fahrt nach Bad Kösen auch sehen können. Vorbei geht's am ehemaligen Zisterzienserkloster. Heute ist es Schulpforte, ein Stadtteil von Naumburg.
1543 gründete hier Herzog Moritz eine der drei sächsischen Fürstenschulen. Bad Kösen bietet zahlreiche fotografische Sehenswürdigkeiten, welche man auf einer kurzen Pause am Bahnhof gerne mal knipsen darf. Und schon geht's wieder zurück Richtung Naumburg. Die Qualität des Filmchens richtet sich auch manchmal nach dem Straßenbelag, wie man hier sehr schön sehen kann, aber es muss klappern, es muss krachen und es muss quietschen. Das ist meine Meinung. Das Straßenbahnfest 2016 hat natürlich auch wieder zahlreiche Straßenbahnbegeisterte, Nahverkehrsbegeisterte und auch sonstige Jung- und Alte Begeisterte angezogen. Es war für alles gesorgt, musikalische Untermalung und natürlich auch für das leibliche Wohl. Während alle feiern, muss natürlich auch einer Dienst tun und das war heute Triebwagen 51. Natürlich, wenn man einmal in Naumburg ist, darf man das nicht versäumen. Eine Runde auf der Wilden Zwicke. Hier ist sie für euch.
Am Freitag war super Wetter, wie man noch aus anderen Aufnahmen gleich sehen kann. Am Sonntag hatten wir auch ziemliches Glück, da gab es nur ein paar Tropfen. Am Samstag war es verregnet, wie man aus manch anderen Filmen von Straßenbahnfreunden hier auf YouTube sehen kann. Hier hat sich die Sonne doch ziemlich rar gemacht, aber sehr schön zeichnet sich trotzdem Triebwagen 51 in den Schaufenstern der Badausstellung ab. Wir nähern uns dem Hauptbahnhof und gleich geht's wieder zurück Richtung Vogelwiese. Völlig anders gestaltet sich die Vorbeifahrt am Depot zum Straßenbahnfest. Erst sieht man das Festzelt, danach gibt es zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten zu bestaunen und natürlich trotzdem nicht die verschiedenen Wagen im Depot, die kann man genießen, trotz aller Festivitäten. Der Icarus 260 genießt jetzt seinen wohlverdienten Feierabend und dem fährt auch gleich Triebwagen 37 entgegen. Hier habe ich jetzt ein wenig geschummelt, irgendwie habe ich es versäumt, die Fahrt vom Marientor zum Theaterplatz ins rechte Licht zu rücken. Deswegen sind wir hier nochmal unterwegs zu Pfingsten 2016 mit dem Triebwagen 37 Richtung Theaterplatz.
Nächste Haltestelle, Theaterplatz, Stadtzentrum. Zurück im Triebwagen 51, eine Vorbeifahrt am Cineplex. Triebwagen 51 ist ein Rekowagen, hier nochmal in voller Pracht bei der Abfahrt aus der Vogelwiese. Und an der Vogelwiese bleibt auch für mich ein wenig Zeit, mit dem Triebwagenführer zu fachsimpeln. Aus Platzgründen war Triebwagen Nummer 37 während des Sonntags an der Vogelwiese abgestellt. Wir beobachten ihn nun, wie er Triebwagen 51 folgt und in das Depot einrückt. Zum Schluss noch einige Impressionen vom Freitagabend. Triebwagen Nummer 50 vorbereitet als rollende Disco. Es war wieder eine wunderschöne Zeit in Naumburg und wir sehen uns wieder.